Was reimt sich auf Nein? Stein. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Zweitkanal. Heute gehen wir in den fünften Part von Fierce to Fathom. Dieses Spiel hört dich, wenn du sprichst. Also muss man in gewissen Situationen sehr leise sein in dem Spiel. Lass deinen Daumen nach unten und kein Abo da, um alles zu verpassen. Episode 5, Chat. Wir haben lange kein Teil mehr gespielt. Wir sind hier gerade an einem Office-Desk. Ich brauchte einen Kaffee, um durch den restlichen Tag zu kommen. Sieht aus wie New York hier fast schon. Das Büro direkt mit einer Skyline auf eine Riesenstadt. Ey, ist das geil gemacht. Alter, hier, da läuft doch irgendwer entlang. Das ist schon echt cool gemacht, okay. Es sieht gruselig aus, aber ich glaube, hier direkt passiert nichts. Okay, wir müssen uns einen Kaffee machen. Wo gibt es Kaffee? Hinten wahrscheinlich, wo das Licht herkommt. Die Musik ist schon ein bisschen gruselig. Aber bisher ist eigentlich alles entspannt. Eine Chipstüte. Nehme ich. Ja. Warum hört sich das so an, als würde man irgendwas klatschen? Hört dann wie so Arschbacken, die so zusammenklatschen. Okay, hier ist der Kaffee. Was macht man oben in einem Kaffee rein? Ich weiß es gar nicht. Was ist das hier? Brauche ich irgendwie so Kaffeepulver oder so? Da, hier, Kaffee. Es braucht Wasser, steht da. Okay, wir brauchen Wasser, Chat. Dann brauchen wir irgendeinen Behälter. Hier, sowas. Das geht anscheinend nicht. Einen Behälter, an dem wir Wasser füllen können. Ah, hier. Perfekt. Ich brauchte eine leere Tasse für das Wasser. Hm. Komisch, dass das nur so geht. Ist das eine Tasse oder ist das ein Becher? Das wird wahrscheinlich... Ah, nee. Zählt als Tasse. Okay. Das geht. So. Ich mache mir meinen Kaffee. Bin anscheinend der Letzte, der arbeitet. Ein Hustler. Versuche, das Geld für meine Familie reinzuholen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mich in diesem Spiel erwartet. Ne? Ich bin wirklich... Also, ich kenne nicht eine einzige Szene hier aus diesem Spiel, Chat. Ich brauche einen Deckel. So, dann trinken wir den jetzt erstmal. Oh. Noch ein Schlückchen. Oh. Und das letzte Schlückchen gucken wir uns mit der schönen Aussicht an. Oh, erstmal hier schön. Oh ja. Mm. Die Nacht durchmachen. Jetzt muss ich erstmal kacken und von hier. Kobe! Ich kann es nicht werfen. Aber ich kann noch trinken. Ein Schlückchen. Wie viel ist denn hier drinne? Kobe! Der war drinne, Chat, nur das ist, also, wie soll ich erklären? Ich wollte halt nochmal werfen, deswegen. Kobe! Ach, geil, ey. Alle guten Dinge sind drei! Kobe! Yeah, baby! Jetzt erstmal pissen. Fly Room. Da sind die Toiletten. Da muss ich hin. Männer und Frauen. Unisex-Toiletten. Ich war letztens auf einer Toilette, beziehungsweise vorgestern, die einfach Männer und Frauen gleichzeitig benutzen sollen. Mir war das so unangenehm, ne? Erstmal in die Frauentoilette. Oh, hier ist ein Getränk. Erstmal. Hm. Schönes Fisschen. Hm. Erstmal ein Getränk aus der Frauentoilette geklaut. Ah, hier musst du pissen. Ganz vergessen zu pissen. Vielleicht sind wir auch gerade eine Frau. Oh, jetzt hört man uns, oder? Ja. Jetzt gerade hört man uns. Da kommt er. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Da war
Guck mal, wie hässlich er auch noch grinst. Wow, Madame, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Danke. Ich bin ehrlich gestorben. Es tut mir so leid, ich hätte klopfen sollen. Ja, ich hab gerade gekackt. Die sind einfach auf die Frauentoilette gegangen, ohne was zu sagen, Junge. Sei ehrlich, du hast was gehofft. Ja, sie hätten klopfen sollen. Noch einmal, es tut mir leid. Normalerweise klopfe ich, aber heute bin ich einfach ein bisschen schlecht gelaunt. Warum sind sie schlecht gelaunt? Irgendjemand wirft ständig den Kaffeebecher durch das ganze Büro. Und das schon seit Wochen. Oh. Oh, wow, das ist unverschämt. Nun, ich muss weitermachen. Ich möchte nicht die ganze Nacht hier bleiben und Kaffeebecher aufsammeln. Ja, haben Sie eine gute Nacht. Danke. Oh mein Gott, Bro. Hände waschen kurz. Yo, das war ein bisschen sehr sassna. Oh, ich werde angerufen. Hallo? Hey, Orp, it's Mike. Hi, Mike. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps die letzten zwei Stunden auf dem Handy zu erreichen. Es gab aber immer nur die Mailbox ran. Ist alles in Ordnung? Ja, mein Akku ist immer dann aus, wenn es wichtig ist. Ach so, ich hatte es langsam echt gedacht, dass du mich ignorierst. Peinlich berührtes Lachen. Nein, vorhin ist auch schon bei einem anderen Kunden passiert. War doch nur Spaß. Wie dem auch sei, was machst du immer noch in der Arbeit? Langsam wird's echt spät. Nur mehr Überstunden. Verdammt hart. Das hört sich hart an. Wie gut, dass ich angerufen habe, um sich aufzumuntern. Wir sind gerade eine Frau, ne? Belästigt der mich? Ich weiß nicht, wer er ist. Also wegen unserem Ausflug hattest du schon Zeit, das Ferienhaus zu buchen? Ich will dich echt wiedersehen und Nora. Nein. Du scheinst genervt von meinem Anruf zu sein. Echt jetzt, Harp? Wenn gerade kein guter Zeitpunkt ist? Mike, komm schon, ich mach's jetzt. Das ist die Sydney Harper, die ich kenne. Ja, okay. Wie heißt denn Sydney? Tut mir leid, wenn ich ein bisschen aufdringlich war. Also Sydney ist sonst ein Mädchenname, ne? Außer unser Sid, aber so wie es hier geschrieben wird. Einfach nichts sagen. Hey, ich habe gedacht, weil wir ja beide in derselben Stadt wohnen, dass du mich mitnehmen und wir zusammenfahren könnten. Es wäre schön, einfach ein bisschen was aufzuholen. Ein bisschen Sprit sparen und die guten alten Zeiten nochmal aufleben lassen, weißt du? Ein wenig Mike und Sydney. Zeit, bevor Nora dazu kommt. Ich kann nicht mal Nein sagen. Wer weg. Ich will nicht Ja sagen, egal. I guess I'll let you get back to work then. Dankeschön. Wait, one more thing. Eine Sache noch. Wenn du das Ferienhaus buchst, denk bitte daran, dass es unter $100 pro Nacht bleiben sollte. Oh mein Gott. Und bitte 100 Euro. Ja, dann komm nicht. Schlaf draußen. It'll be just like the old college days. You always had a... Right, of course. All right. Mal. Talk to you. Ciao. So. So, ich sollte jetzt noch irgendwelche Bücher machen. Ich weiß nicht, ob die hier vielleicht sogar direkt sind. Ah ja, hier. So, hier ist eine Excel-Tabelle. Kann ich Sachen eingeben? Leg meine Eier. Alien-Spiel. Hey, gibt's ein Spielchen? Let's go! Ich kann nichts machen. Ich kann ja nur verlieren.
Ah, wir sollen nach dem... Ah, wir gucken jetzt... Ich habe das gerade nicht eingegeben, Chat. Ich wollte Leck meine Eier eingeben, das ging aber nicht. Wir suchen wahrscheinlich auf der Seite jetzt nach der Unterkunft. Find your place to stay. Where are you going? Woodbury. Ja. Die holen wir uns. Ah, nee, unter 100. Unter 100 die Nacht. Hier. Das passt doch. Warte, nein, das sah gefährlich aus. Zurück. Ich kann nicht zurück. Oh, da werden wir sterben. Kann sein, da werden wir sterben. Nur weil der unter 100 Dollar haben wollte. Hey, ich gehe mal davon aus, dass du dir hunderte, wenn nicht sogar tausend Geschichten täglich geschickt bekommst. Also gebe ich dir eine schnelle Erklärung über das, was mir passiert ist. Ich habe das Gefühl, bei Fears to Fathom ist es wirklich immer so, dass irgendwer seine Story erzählt. Ich frage mich, ob diese Stories auch auf wahren Begebenheiten beruhen. Tut mir leid, falls einiges komisch klingt, aber ich hatte es eilig. Als ich in meinen frühen 20ern war, habe ich in meiner Stadt in einem großen Beratungsunternehmen gearbeitet. Das Leben in der Firma war eine konstante Mischung zwischen Stichtagen, Klientenmeetings und Versuchen, meinen Wert zu beweisen, weswegen nicht viel Raum für Freizeit und ein Sozialleben blieb. Das Unternehmen bezahlte gut, klar, aber der Preis war mein geistiger Frieden. Ich bin Sydney Harper und diese Geschichte fand an einem dieser Tage statt. Einer meiner College-Freunde, Mike, schlug vor, dass wir für ein Wochenende einen Ausflug ins ländliche Vermont unternehmen. Vermont ist, glaube ich, Kanada oder Grenze Kanada. Was sich anhörte wie die perfekte Pause zum Zyklus von der Arbeit. Und meine andere Freundin Nora war schnell mit an Bord. Der Plan war einfach. Wir mieten eine kleine Hütte, wir beenden unsere Schicht früh am Freitag, gehen und sind am Montag wieder da. Mike kam, um mich abzuholen. Zwei Tage später. Aber wahrscheinlich ist jetzt Freitag. Oh, wir sind mit Mike. PlayStation Portable, Mike, bro! Bro, was ist mit dir los, Bruder? Kompletter Loser, bro. Wer spielt noch PlayStation Portable? Oh. Michael J. Carter ruft mich an. Ach nee, das ist irgendein Random. Ich fahre gerade Parkgarage. Bist du unten? Ja. Hier ist ein Weirdo, Mike. Bitte komm. Da ist Mike. Hey, Mike. Hey, Mike. Hier bin ich. Hi. Alles klar? Gibt erstmal eine Umarmung anscheinend mit Mike. Bro, Mike will was von uns, Chat. Seid ehrlich, Chat. Ihr habt es auch schon erfasst. Du umarmst Leute immer noch so? Warum umarmst du mich nicht so, als ob du mich vermisst hättest? Du siehst gut aus. Oh mein Gott. Danke, dass du mich mitnimmst. Ich hätte es nicht anders gewollt. Es ist schön, Gesellschaft für die Fahrt zu haben. Okay. Du kannst deine Sachen einfach hinten reinschmeißen und dann fahren wir los. Alles klar, Hab. Bist du bereit, loszufahren? Oh, der macht mir ein bisschen Angst. Der nervt mich ein bisschen. Der will die ganze Zeit was von mir. Und ich bin eigentlich ein Mann und ich spiele die Frau. Und es macht es sehr unangenehm irgendwie. Muss ich ihm vielleicht diese Nacht noch Arsch geben, dafür, dass er mich fährt? Bro, guck ihn dir an, Bro. Minus Aura in Person. Ich will ihm nicht meinen Arsch geben. Es begann zu schneien. Mal, wie er mich anguckt. Ist es nicht komisch, Harp? Wir haben immer davon geträumt, vom College wegzugehen. Jetzt sind wir hier. Freunde, Bruder, wir sind einfach auf der Autobahn und fahren in eine andere Stadt. Hat so getan, als ob wir auf dem Mond gelandet sind. Versuchung vom Leben, das wir leben wollten, wegzulaufen. Einfach nichts sagen. Bitte lass mich raus, bitte. Bitte rauslassen. Vermisst du manchmal College Hub? Bro! Wobei, wenn ich nachdenke. Manchmal, ja, manchmal. Ich habe auch gemischte Gefühle, aber ich bin froh, dass es uns zusammengebracht hat. Uns? Ich meine dich, mich und Nora. Ja.
Bro, er ist verliebt, Bro. Rick Wilson, eine neue Textnachricht. Es ist nun schon fast 17 Uhr und ich habe noch immer keine Bestätigung-Nachricht von dir bekommen. Ich wollte bloß mal nachchecken, ob alles in Ordnung ist. Die Straßen nähe Woodbury können ein bisschen gefährlich werden, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. Bitte lass es mich wissen. Wir sind auf dem Weg und sollten ungefähr um 18 Uhr da sein. Der Schnee hat uns ein wenig ausgebremst. Okay, bitte gib mir Bescheid. Was ist das denn? Alter Schulbus. Hast du das gesehen? Hast du den Schulbus gesehen? Was gesehen? Da war ein Schulbus. Vielleicht ist es ein Schulprojekt. Komisch. Ganz komisch. Ding, dong. Das war ein Geschenk von meinem Kollegen Ricky. Er hat mir gesagt, dass es bei einem Flohmarkt gefunden hat und es ihn an mich erinnert hat. Okay. Das sieht schon gruselig aus. Ey, pass auf! Oh, war doch langsamer. Oh, verdammt. Das war knapp. Weißt du, ich habe in der amerikanischen Geschichte gelesen, dass ein Reh im Wald zu treffen ein Zeichen des Universums sei. Oh, Bro, bitte, Bruder, wie... Ich hab's langsam echt satt, mit ihm zu fahren. Lass uns einfach mal die Fresse halten, okay? Ich glaube, das wäre ein guter Plan. Für den Rest der Fahrt. Sind wir schon nah? Wir sollten ungefähr in 1,5 Stunden da sein. Oh nein! Weißt du, durch den Schnee fahren fühlt sich irgendwie an, wie durch das Universum reisen. Boah, dieser Typ ist einfach komisch. Okay, guck dir an, wie die Schneeflocken an den Scheinwerfern langfliegen. Ich mache die Augen zu und stelle es mir vor. Und ich sehe trotzdem kein Universum, okay? So wie die Sterne und die Galaxien, die an uns vorbeirasen. Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich will dich nicht... Aiden, es ist irgendwie schön. Ist einfach komisch, Bro. Das Ding ist, ich bin nicht deine Freundin. Ich will nichts von dir, okay? Bitte. Ich schlafe ein. Und wache auf in Woodbury. Wir sind da. Wir sind angekommen in Woodbury. Dairy Markt. Yo, Harp, schau dir das an. Gibt's eine Pizza? Hier gibt's Pizza. Lass uns was essen, oder? Mo's Pizza. Gut geparkt. Oh, ist sogar schön voll besucht. Lass uns aussteigen. Weißt du, Harp, ich muss dir sagen, diese neuen GPS-Systeme sind etwas Besonderes. Was? Die Pizzeria ist genau dort, wie sie auf der GPS-Karte angezeigt wird. Ja, okay, Google Maps halt, ne? Ich bin so hungrig, ich glaube, ich könnte eine ganze Pizza alleine essen. Ich auch. Die Geschichte muss alt sein, wenn GPS da noch so neu war. Kannst du die Tür aufmachen? Ich bin ein bisschen zu schwach anscheinend. Komm rein, Hab. Dankeschön. Ach, ich musste einfach darauf warten, dass er mir die Tür aufhält. Residents are recommended to stay indoors and keep warm during this time. Let's check in with our field reporter. How's the weather out there, Phil? Oh, it's so cold out here. I can't feel my hands, okay? Like, the studio should have really brought some snow gear instead of buying that new car. Ist das ein Cartoon? I'm sure you'll be fine. You can have some coffee with the studio. Jerry. Das ist Queso? Be serious. You know my doctor said. Warum ist er dann so dünn? One's having a bad day. Maybe you should cool off. Und das ist Kaisenet. Ich sehe es. Go out here and deal with the snow instead of me. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Krass, einfach Special Guest in dem Spiel. Eine Pizza bitte. Wisst ihr, was ihr essen wollt? Wir nehmen jeweils 3 Stücke. Ich nehme Peperoni-Käse und ein vegetarisches. Und für Sie, Fräulein? Ich nehme Peperoni. Und ihr zweites Stück Peperoni. Und das dritte Peperoni. Wollt ihr irgendwas trinken?
Oh ne, ich will verdursten. Wir wollen nur die Pizza. Er will ehrlich nicht. Er ist ein Geier, Chad. Oh mein Gott, Bro. Na gut, 6 Stücke kommen sofort. Ja, Bruder, will er nicht bezahlen? Ich bezahle nicht. Oh Mist, ich habe, glaube ich, mein Portemonnaie im Auto vergessen. Diese ganzen Aussagen, dieses ganze Einschleim und du gibst nicht mal die Pizza aus? Nicht mal teilen, sondern ich soll es dir ausgeben? Ach, Bruder, ist das krass. Heftig. Einfach heftig, der Typ. Ihre Bestellnummer 27. Setzen Sie sich und wir werden Ihnen Bescheid geben, wenn die Pizza fertig ist. Danke dir, danke dir. Unglaublich, Digga. Ich hoffe, ich spuck dir in seine Pizza, okay? Alles, was nicht Pepperoni ist, spuckt rein. Das ist kein Date, damit du Bescheid weißt. Ich gebe dir gerade das Essen aus. Ist der hässlich. Aber schon schnuckelig. Digga, was hört sich so komisch an hinter uns? Könnt ihr mal vernünftige essen? Habt ihr keine Manieren? Ihr schmatzt viel zu laut. Bock die Pizza? Warum schmatzen ihr alle so laut? Ah, ich muss sie von dort abholen, oder? Was macht er da? Meine Pizza? Darf ich mir hier so eine Pizza nehmen? Es riecht hier so gut. Das stimmt. Oh, eine Voicemail. Oh, you guys are going to hate me. I swear, I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. I'm not gonna bore you with all of the details. The long and short of it is, one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. Okay, sie hat eine Verspätung. I hate to leave so late, but I gotta... Unsere gemeinsame Freundin hat Verspätung. Es tut mir so leid. Nora, bitte sei vorsichtig. Ich hasse es, dass du erst so spät gehst. Ich fahre langsam, mach dir keine Sorgen. Ich bringe Harp schon dazu, aufzubleiben. Sodass sie dich reinlassen. Habt ihr euch Noras Sprachnachrichten in der Gruppe angehört? Ja, hab sie gerade gesehen. Sieht so aus, als würde sie zu spät sein. Sieht so aus, als müssten wir ohne sie mit dem Spaß anfangen. Was? Bro, der Typ ist komisch. Chat, bitte. Bestellung 27. Dankeschön. Muss ich mir auch noch selber holen, oder? Okay, ihr seid fertig. Danke. Mach ich ja jetzt auch Bock auf eine Pepperoni-Pizza, Chat. Oh Mann, diese Pizza ist bombastisch. Ist eine Anspielung, weil ich schwarze Haare habe? Kann gar nicht glauben, dass Nora diese leckere Pizza verpasst. Ja. Mann, ich weiß nicht, warum ich mit dem befreundet bin. Der Typ ist so weird. Ich fall gleich in Ohnmacht. Du isst wirklich den Rand hab? Was? Es wäre sonst ziemlich verschwenderisch, oder? Du würdest doch aber auch nicht die Schale von einer Orange essen, oder? Doch. Außerdem ist Brot keine Schale. Was ein schlechter Vergleich. Hey, meine Freunde. Bruder, was willst du von mir? Ich habe gesehen, wie ihr mit diesem netten alten Truck hier reingefahren seid. Das ist richtig. Ich möchte nicht nerven oder sowas, aber ich bin auch die Straße entlang gegangen.
Sieht wohl so aus, als ob wir in dieselbe Richtung müssen. Nein, wir nehmen die nicht mit. Könntet ihr mich mitnehmen? Wo ist ihr Auto? Wer braucht ein Auto, wenn es auch Freunde wie dich gibt, mit denen man die Zeit verbringen kann? Bro, Digga, sind alles das Anspielungen oder denke ich einfach nur falsch? Bro, ich will keine, ich bin nicht dein Freund, ich will auch keine Zeit mit dir verbringen. Ihr werdet nicht mal wissen, dass ich da bin, leise wie eine Kirchenmaus und doppelt so nett. Also, was sagt ihr? Würdet ihr einen Freigeist durch diese verschneiten Straßen mitnehmen? Okay, du kannst mitkommen. Warte kurz. Denkst du nicht, wir sollten über das hier reden? Okay, machen wir das nicht gerade? Ich bin nicht sicher, ob wir noch Platz haben. Ja, er hat recht. Nur noch 2 Sitze im Truck. Tut mir leid. Ihr könnt sicherlich ein wenig Platz für mich finden. Ich sitze in der Mitte. Ach was, ich kann auch auf dem Bett sitzen. Auf dem Bett? Es ist das Auto meines Freundes. Tut mir leid. Lady, du willst mich doch verarschen. Kein Platz? Ich weiß, dass es einen Sitz in der Mitte gibt. Hast du Angst vor mir oder sowas? Sorry. Du bist wohl nicht so nett, oder? Unfreundliche Leute wie du lernen Unfreundlichkeit selbst kennen. Du bist lieber vorsichtig da draußen. Drohst du uns? Nein, nein, nein. Ihr versteht mich falsch. Tut mir leid. Mir ist einfach nur kalt und ich bin müde. Okay, what the fuck? What the fuck? Erstmal Pizza weiter essen. Meinst du das ernst? Wie kannst du einem Fremden in der Mitte von nirgendwo mit uns mitfahren lassen? Ich wollte nur helfen. Ja, manchmal kann helfen, dich in eine schlimme Situation packen. Okay, Bro, lass mir eine Pizza essen. Ich wollte ihm nicht mal helfen. Okay, erstmal rülpsen. Ja, das wird so eklig, ne? Extra gerülpst, aus Prinzip. Damit du mal ein bisschen leiser wirst. War langsam, mach dir keine Sorgen. Ah, ich hab einfach nur XD. Warum schreibt sie das? Warum schreibt meine Freundin einfach random XD? Und warum ist er Typ wieder so nah? Das war gut, okay. Na gut, bist du bereit, auf die Straße zu gehen? Vielleicht können wir noch wegkommen, bevor der Schnee noch schlimmer wird. Bro, das ist echt sass gerade. Okay, gib mir die Schlüssel. Ich werde fahren. Bro, das ist echt eklig. Bitte lass mich hier raus. Ich fahre jetzt den Truck. Bro, was ist überhaupt ein Truck? Und hier sollte es sein, ich hab's gefunden. Ich dachte, du fährst einfach weiter hier draußen. Es war eine sehr kühle Nacht. Es war ein idyllisches Häuschen. Aber auch sehr gruselige Nacht. Die Tür war verschlossen. Ich musste an der Schlüsselbox. Werde ich gerade verarscht, Chat? Ah, jetzt. Ich weiß den Code nicht mehr. Fünf, eins, sieben, sechs. Oh
Was für ein toller Ort. Ich wusste, dass wir uns auf dich verlassen können. Es riecht so gut hier drin. Das sieht aber nicht so aus, als würde es so gut darin riechen. Ich muss mich wirklich erleichtern. Lass dir Zeit. Kannst du das Essen in den Kühlschrank räumen, während ich weg bin? Yes! Die Frau muss sich wieder ums Essen kümmern. Krass. Ist das krass, Chat. Erstmal alles reinknallen. Ich habe alles eingeräumt, Mike. Puh, das tut mir leid, Hab. Ist alles okay? Die lange Fahrt und die Pizza haben mir echt zugesetzt. Ja, alles gut. Wie dem auch sei, das Haus sieht richtig toll aus. Es hat diesen rustikalen Charme, den man einfach nicht so häufig sieht. Ja, wirklich süß. Na klar. Ey, ich muss wirklich mal pinkeln, bin gleich wieder da. Du kannst gehen, ich fange schon mal an, unsere Taschen auszupacken. Belass es ruhig bei deiner, okay? Meine brauchst du nicht einpacken. Der Geruch sagte mir, dass Mike die Pizza wirklich schon zu Toppen gemacht hat. Er hat fett gekackt einfach an dieser Toilette. Hi, wir sind eingecheckt. Habe ich Rick geschrieben. Der Airbnb-Besitzer. Nora hat noch nicht geschrieben. So, fertig gekackt. Wo bist du? Hä? Viel besser. Ist er gerade auch aus der Toilette gekommen? Also bereit, das Haus zu erkunden? Hört sich gut an. Bro, hat er gerade auch... eiskalt... Toilette abgecheckt? Bruder, was zur Hölle, Bruder? Bitte, was zur Hölle passiert hier? Mann, oh, du bist hier. Wer bist du? Wer bist du? Willkommen in meinem trauten Heim. Was für ein süßes, junges Paar. Wir sind kein Paar, Bro. Das ist der Airbnb-Besitzer. Warum ist er denn in seiner eigenen Airbnb random? Du hättest mir nicht so hart verkaufen müssen, Hab. Ich habe nur seine Frage beantwortet. Was willst du von mir? Er hat keine Fragen gestellt, sondern er hat eine Feststellung gemacht und du... Ach, ist egal. Hä? Upsi pupsi, ich Dummerchen, ich wollte euch beide nicht zum Streiten bringen. Wir haben nicht erwartet, dass jemand hier ist. Oh, ich war vorhin draußen und habe nach meiner Katze gesucht. Da habe ich mich erinnert, dass der Fernseher nicht mehr richtig funktioniert. Ich dachte nur, ich komme mal vorbei und versuche es wieder zum Laufen zu bekommen. Die letzten Gäste haben sich bereits darüber beschwert. Du weißt, man sagt, man seine Gäste wie meine Familie behandeln sollte. Meine Familie kann nicht ohne Fernseher. Wo wir gerade davon sprechen. Jetzt, da ihr Leute da seid, lasst mich euch mein Zuhause zeigen. Was? Ich wäre ein schlechter Hausbesitzer, wenn ich euch nicht eine lange Tour geben würde. Oh my god, bruh. Er will ehrlich mit seinem Haus flexen. Hier ist die Dusche mit dem Ding. Fühlt es sich so an, als würdet ihr unter einem Wasserfall im Amazon-Dschungel baden. Oh, dieses Waschbecken funktioniert leider nicht. Perfekt. Ehrlich, Amazon-Waschbecken. Einfach gar kein Waschbecken. Lass mich nun das Schlafzimmer zeigen. Sag mal hier. Ah, er hat übertrieben. Er hat gekackt. Sieh nur, Hab. Dieses Zimmer hat eine geile Aussicht. Was? Du denkst, das sieht gut aus, Mister? Warte mal ab, bis ich dir die Terrasse zeige. Bro, ich hab doch die Straße gesehen. Hier gibt's gar keine Terrasse. Also, das kann gar keine schöne Aussicht haben. Kommst du, Fräulein? Ja, gute Aussicht.
Oh, hier ist ja ehrlich noch eine Terrasse oben. Verdammte Scheiße ist das unglaublich. Ja. Freut mich, dass dir gefällt, Mister. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Dieser Blick auf den Bach ist wirklich schön. Und man kann dort auch super fischen gehen. Alles klar, Leute. Lass uns wieder reingehen, bevor ich mich erkälte. Geile Erkundung. Hier ist der Lagerraum. Da war ich schon drin. Danke, dass du uns den Kühlschrank zeigst. Ja, wir haben den Kühlschrank schon aufgefüllt. Hier siehst du einen Knopf. Dreht ihn hoch für mehr Kühlung. Okay. Bro, was zeigt der alles? Oh nein. Nicht der Keller. Warum ist hier eine Schreibtischlampe an? Ja? Nichts, worum man sich Sorgen machen muss dort unten. Nur der Warmwasserbereiter und alles Gerümpel. Warum hat der M gesagt und so komisch geguckt? Digga, ich glaube ihm nicht. Kommst du, Fräulein? Nein, nein, nein. Ich gucke mich hier um. Du hast hier irgendwas zu verstecken. Er hat ein großes Geheimnis hier. Hey, Sir. Was hat es mit diesem Zimmer dort drüben auf sich? Nichts, das euch beide was angehen würde. Okay, chill mal ein bisschen. Ich benutze diesen Keller eigentlich als Lager. Mieter benutzen ihn nicht. Sie bleiben lieber oben. Okay, ich war nur neugierig. Lass uns weitermachen. Habe ich schon erwähnt, naja, vielleicht sollte ich das für mich behalten. Der Typ, von dem ich das Haus gekauft habe, naja, hat mir erzählt, dass seine Mutter hier unten gestorben sei. Bro. Ja, das hättest du für dich behalten sollen, komischerweise. Manche Gäste haben von Stimmen erzählt, die sie in der Nacht hören. Oh nein, Bruder, bitte. Er sagt, ich will euch keine Angst machen. Natürlich machst du uns Angst. Diese Gesichter, die ihr macht. Hey, hey, hey. Na, kommt schon. Ich habe bloß einen Witz gemacht. Ah. Okay. Ab diesem Zeitpunkt war mein Ekelmeter bei 6 von 10. Alles klar, Leute. Der Schneesturm wird immer schlimmer. Ich sollte mich mal auf den Weg machen. Ich muss noch meine Katze suchen. Ja, danke, danke. Ach ja, übrigens, Bruder, jetzt kommt's. Ja. Wie war der Name auf der Buchung? Ich werde langsam alt. Das heißt Sydney. Ah, Sydney, das stimmt. Ein hübscher Name für ein hübsches Mädchen. Bro, what? Geht's nur mir so, oder ist der Typ total komisch? Sehr komisch. Du bist auch komisch. Wie dem auch sei, lass uns mal schauen, ob was Cooles im Fernsehen läuft. Weißt du was? Ich denke, ich werde jetzt mal duschen. Cool, dann schaue ich mal, was währenddessen schauen kann. Lass mich wissen, ob es sich so anfühlt, als wärst du unter einem Wasserfall. Okay. Wir gehen jetzt erstmal oben duschen anscheinend. Erstmal fett duschen. Amazonas Wasserfall. Weh, der Typ guckt mir zu. Wirklich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein.
Habe ich mir auch was angezogen schon mittlerweile? Oder bin ich gerade nackt? Yo, what the fuck, bro? Ey, Hab, seht ihr das an? Ich habe eine Angel im Schuppen gefunden. Lass uns das Abendessen zu fangen. Es wird langsam Zeit, dass du siehst, wie gut ich fischen kann. Okay, let's go. Wir gehen eiskalt fischen, Chat. Bro, dieses Spiel läuft ehrlich nicht so, wie ich erwartet hätte. Komplett die Storyline ist sehr, 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 sehr anders. Wir holen noch was aus seinem Schuppen wahrscheinlich, Köder. Willst du dir die andere Angel mitnehmen? Okay. Wo ist die andere Angel? Bin ich dumm? Hab sie. Let's go. Ich soll einen Köder holen. Wo ist denn der Köder? Warum ist hier eine Gitarre? Ich hoffe, die Karpfen beißen heute an. Ich sitze einfach falsch rum. Ich glaube, ich bin zu weit. Ich muss ein anderes Köder nehmen. Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Ja, das ist ein schlechter Köder. Gib mir einen großen Fisch. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Animal Crossing. Ich hab ihn. Oh, yes. Guter Fang, aber wir suchen heute nur nach Krapfen. Vielleicht wechselst du da mal den Köder. Ey, Bruder, keine Ahnung, was Krapfen für einen Köder wollen. Einfach Mais. Komm schon. Thank you.
Marvin! Bitte! Das ist ein toller Fisch. Hey! Connor, danke schön. Mann, wieder der falsche Köder, Mann. Nee, den hatte ich schon. Käse hatte ich noch nicht. Digga, aber Käse kann man doch nicht als Köder benutzen, hä? Ja, Karp. Digga, ich soll noch mehr Karpfen fangen. Hat er überhaupt einen einzigen Karpfen gefangen? Immerhin weiß ich jetzt, dass ich Käse brauche. Einfach mit, bin ich dumm. Ich hätte aber die ganze Zeit die ganzen Dinger mitnehmen können. Perfekt. Nur noch ein Karpfen. Da will ich verarschen. Der hat nicht einen einzigen gefangen, Chat. Marvin. Oh, das ist nicht der. Einfach Pech gehabt. Let's go. Während ich die Fische sauber mache, willst du schon mal die Marinade anfangen? Okay, easy.
Olivenöl fehlt noch. Wo ist denn hier das Olivenöl? Was? Alter, hat er mir Angst gemacht. Oh nein! So, das Fleisch marinieren. Wo ist das denn? Da. Veggies müssen noch rein. Kommen denn die Veggies rein? Wo müssen die Sachen denn hin? Ich check's nicht, Chat. Chat, wo muss das hin? Essen ist fertig. Jetzt spielen wir ein paar Brettspiele. Ich soll gucken, ob ich welche finde, glaube ich. Oh, es klappt. Wo finde ich denn jetzt hier Brettspiele? Ah, hier, das können wir doch spielen. Genja. Let's go, lass uns das spielen. Einfach richtiges Duell, wie wir sitzen.
Oh mein Gott, Bro. Okay, Chat, ich kann. Es ist 1.19 Uhr, okay, deswegen. Kurz gefährlich. Geschafft. Ich schaffe es diesmal. Easy. Ha, bei dir sieht es so leicht aus. Zu einfach, was? Nein, nicht Stern. Komm schon. Bro, er muss doch verkacken irgendwann, ja. Mann, warum immer Stern? Kack. Hey, Bro. Bitte verkack, bitte. Bro. Warte mal, das wird gar keinen Sinn machen. Kann ich den hier einfach nehmen oder was? Das macht gar keinen Sinn. Bitte verkacken. Ja, jetzt könnt ihr verkacken. Ja! Lecker, ja. Das Essen ist fertig. Let's go. Ich hab Hunger. Mach mal auf. Yes! Ich glaube, unsere Sendung läuft bald. Willst du im Fernsehen? Willst du Fernsehen, während wir waren? Ja, klar. Mach mal die Tür zur Sicherheit. Auch die, man weiß nie. With Jeffrey. I'm Jeffrey, and today we will be cooking asparagus chocolate cake with a spoonful of mayonnaise. This delicacy is very popular in Romania, where mayonnaise flows down the rivers like mayonnaise a mayonnaise water park. So first, we are going to eat this as much as I will. Let's eat! Wir gehen pennen jetzt. Ich muss das Geschirr waschen, ist das krass! Das ist heftig, Chat. Hey, you. You have a car? You have insurance? You have a dog? No,
Die Frau muss den Abwasch machen, ist das krass. Ich glaube, da ist jemand unter meinem Bett jetzt gerade. Kannst du hochkommen? Was? Unter seinem Bett? Kein Jumpscare, bitte. Mach langsam. Hä? Hey, Bro! Erwischt. Was, Bro? Ich hab dich so dran gekriegt. Ist das dein scheiß Ernst? Das war nicht cool, Mann. Oh mein Gott. Wir sollen uns jetzt vor ihm verstecken. Ich entschied mich im Keller zu verstecken. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben gerade das, was irgendwer schon mal erlebt hat. Boah, Junge, was ist das für ein Versteck-Chat? Okay, jetzt. Ich fand das echt ein gutes Versteck. Ich muss jetzt die Augen schließen. Ich muss ihn jetzt suchen. Hier ist er nicht. Wir checken erst komplett unten ab. Hier ist er auch nicht. Versteckt oder nicht? Ich komme. Er ist hier nicht unten. Er ist hier locker. Die Tür war offen. Hab dich. Das war zu easy. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe da was gehört. Was? Ich sehe diese Dachbodenluke hier. Bro, was? Draußen. Ich habe auch was gehört. Er überlässt es mir, da hochzugehen, Junge. Er ist der Schlimmste, den es gibt. Was für ein Tritt? Wo ist überhaupt der Tritt? Was ist ein Tritt?
Chat, was ist ein Tritt? Konnte es ohne den Tritt nicht erreichen. Was für ein Tritt? Ah. Ich wusste nicht mal, dass das so heißt. Moin. What the fuck, Bro? Es ist die Katze von dem alten Mann. Er streichelt sie. Okay, man kann eine Katze aber auch zu viel streicheln. Komm runter, Kätzchen. Hier lang, Kätzchen. Komm jetzt. Es war die Katze. Erzählt wieder? Erzählt wieder. Ich versteck mich im Geräteschuppen anscheinend. Jan, danke für den 11. Kommt der? Kommt, glaube ich. Da ist er. Er sieht mich nicht. Er sucht nach mir. Aber er sieht mich nicht. Er kommt. Sieht er mich nicht? Sie auf. Ja, hasst mich. Hasst mich. Da war gerade jemand. Was redet ihr? Da war gerade jemand? Im Haus? Ey, hört auf, mir Angst zu machen. Da war keiner. Ich habe da doch hingeguckt. Ich komme, versteckt oder nicht. Von unten nach oben. Im Keller ist er nicht. Auch nicht. Im Bad auch nicht. Hier auch nicht. Selbes Versteck wäre auch schlecht. Digga, er ist einfach wieder reingekommen, Bro. Mann, dieser Typ. Er will den Wasserhahn reparieren?
Junge, dieser Mann macht mir Angst, dieser Vermieter, Mann. Weißt du was? Was? Wenn ihr lieben Leute mich nicht den Wasserhahn reparieren lassen wollt, dann könnt ihr es auch gerne selbst machen. Bro, mich juckt der Wasserhahn nicht, Mann. Geh mal raus jetzt. Wir mieten einfach was, damit der die ganze Zeit dazwischen kommt. Nachdem wir die Tür abgeschlossen hatten, diskutierten wir, was wir tun sollen. Wir einigen uns von Anfang an, dass etwas mit Rick nicht stimmte. Es schien so, als würde er gerne Ausreden erfinden, um angekündigt vorbeizukommen. Am Ende entschieden wir uns, dass Rick zwar seltsam, aber harmlos war. Wir schrieben dieses Verhalten zu seinem Mangel an sozialem Bewusstsein. Sieh mal, wir sind schon den ganzen Weg nach hier draußen gefahren. Lass uns das Ganze einfach genießen, sagte Mike. Aber zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich schon sehr müde. Ich entschied mich dazu, mich etwas hinzulegen. Kurz vor 12. Oh, irgendwer klopft bei mir. Ja. Alles. Bist du noch was? Schwierig Schlaf zu bekommen. Ist okay, wenn ich reinkomme, ich muss über was reden. Mona, Bro, ist so weird. Ja. Der Sturm wird immer schlimmer. Langsam kann ich den Truck gar nicht mehr in der Einfahrt sehen. Ich hoffe, Nora geht's gut. Bei ihr ist alles in Ordnung, Sid. Mach dir keine Sorgen, ich beschütze dich. Was? Ey, ist gar kein Problem. Männer sollten doch auf die aufpassen, die ihnen wichtig sind, oder? Was redest du? Was für ein Tag, was? Das war nicht unbedingt, wie ich gedacht habe. Dass dein Ausflug laufen wird, Sidney. Es war seltsam. Sieh dir diesen Typen an. Er wandert einfach ums Haus herum, als ob ihm die Bude gehört. Naja, die Bude gehört ihm ja. Du weißt, was ich meine, Sidney. Wir haben ein verdammtes Ferienhaus gemietet. Ich meine, der Typ ist bestimmt harmlos, aber trotzdem bin ich durcheinander. Ich auch. Ich muss jetzt wirklich schlafen, Mike. Lass mich in Ruhe, bitte. Was? Bro, na, warum setzt du nicht zu mir, Sidney? Bro, hell na, oh hell na. Bitte lass mich in Ruhe. Hab, weißt du? Ich hab das vermisst. Uns, das. Wie wir einfach nur reden. Es ist echt lange her. Bro, bitte lass mich. Oh, das ist so unangenehm, weißt du? Du musst heute Nacht nicht alleine schlafen, wenn du nicht willst. Mike, woher kommt das denn jetzt? Bruder, ich will einfach nein sagen, Bro. Ich will nicht die Frau sein, die angemacht wird. Du tust so, als könntest du dich nicht mehr an unseren Trip nach Oregon erinnern. Ich erinnere mich, ich weiß noch, dass es ziemlich unangenehm war. Es hat aber nicht unangenehm angefangen. Mike, wir haben viel getrunken, Sachen sind passiert. Mann, Mike, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nora, SOS, sagt Nora. SOS. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I can't get the lug nuts off the tire. Ask, but can you two come get me? Bro, warum hört sie sich so weird an wie so ein Anime-Girl? Was für ein Timing. Okay, er geht alleine. Ich darf schon schlafen gehen. Das ist ehrlich korrekt.
Muss nur kurz die Haustür abschließen. Schlafen gegangen. Er wird mich wohl irgendwann geweckt haben. Ich sagte zu mir selber, es würde besser werden, wenn ich etwas Schlaf bekomme. Nora wusste immer, wie sie mich aufheitern konnte, und ich hatte das Gefühl, als bräuchte ich das langsam stündlich. Da sie bald ankommen sollte, wollte ich noch ein wenig Schlaf abbekommen. 12.39 Uhr. Da sind sie. Lass mich aufstehen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komme. War gerade noch am Schlafen. Ich komme, yo. Bro, was ist denn da los? Warte mal. Bro, das ist dieser eine. Das ist dieser eine, Chat. Schnell verstecken. Soll ich aufmachen? Ich mache jetzt einfach auf. Hallo? Hör zu, mein Freund. Ich weiß, es kommt nicht so gut, wenn ich mitten in der Nacht an deine Tür hämme, aber ich befinde mich gerade in einer schlechten Situation. Ich habe mich auf eine Mitfahrgelegenheit von meinen Freunden verlassen, aber sie kommen zu spät und werden auch in den nächsten 2 Stunden nicht hier sein. Du kannst auf der Veranda sitzen bleiben, bis sie kommen. Danke, aber ich hatte echt gehofft, dass du mich drin warten lassen würdest, bis meine Freunde mich abholen konnten. Ich lass dich nicht rein. Ende der Geschichte. Willst du mich verarschen? Ich hab dich nicht gezwungen, während einem Schneesturm zu gehen. Ich dachte mir schon, dass du ja auch so eine Hure sein würdest, wie du in der Pizzeria warst. Was? Meinst du, ich hab dich nicht gesehen, wie du vorhin mit deinem Liebhaber am Bach fischen warst? Ich dachte, vielleicht würdest du mir jetzt eine Chance geben, aber sieht wohl so aus, als wärst du immer noch unhöflich. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Hier gibt's keine Bullen. Wo wir gerade darüber reden, spreche. Ich sehe gar nicht den Truck deines Freundes hier draußen. Ich rufe jetzt die 911. Na schön. Wie du willst. Bro, what the fuck, bro? Er geht auch nicht. Er geht eiskalt nicht. Doch jetzt. Er bleibt stehen. Aber lass mich dir was erzählen. Okay, geiles Deutsch. Du bekommst schon noch, was du verdienst, weil du mich hier draußen stehen lässt. Karma ist ein Miststück, mein Freund. Er geht außen rum. Geht er außen rum? Kann ich wieder schlafen gehen, sonst wird er. Konnte meine Augen. Okay, ich gehe wieder ein bisschen schlafen, aber. Kann ich nicht aufstehen? Da schreit wer nach Hilfe. What the fuck?
Rick, bitte. Bitte, Rick. Komm. Was mache ich jetzt? Bleib ich hier oben? Ich trau mich nicht runter zu gehen. Ich gehe einfach. Das Licht der Veranda ist an. Die Tür ist hier offen. Warum ist die Tür hier offen? Wer ist hier? Komm raus aus deinem Versteck. Das ist Rick, das ist Rick. Er kommt bestimmt helfen. Das ist bestimmt der Vermieter. Ja. Rick, danke schön. Oh Gott sei Dank bist du hier. Situation erklärt. Ja, ich kam so schnell ich konnte. Ich würde mir um ihn keine Sorgen mehr machen. Wie? Was soll das denn heißen? Yo, what the fuck? Ach ja, wo ist dein Freund, der Typ von vorhin, der bei dir war? Mike ist losgefahren, um eine Freundin zu holen. Hm. Also bist du im Moment ganz alleine, was? Bro. Bro. Ja, aber meine Freunde sind bald zurück. Bro, warum sagt er einfach nichts? Was macht er jetzt? Wohin geht er? Er wärmt sich auf? Stürme wie diese bringen die seltsamsten Menschen zum Vorschein. Nicht alle wissen, wann sie besser weitergehen sollten. Das ist er nicht. Ich war schon seit Wochen nicht mehr in meinem Ferienhaus. Der Typ ist nicht der Besitzer von dem Haus. Ich muss weg. Nein! Die Tür geht nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. What the fuck? Gehen Sie von mir weg. Nein, bitte. Bitte nicht. Er kommt nicht runter. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Ist alles okay, Fräulein? Ja. Verdammt spät, um jemanden zu schreiben, ist wahr? Mit wem sprichst du? Es sind meine Freunde, die sind fast da. Ist das so? Ja, aber danke fürs Vorbeikommen. Mir geht's jetzt wieder besser. Du kannst wieder zurück nach Hause, wenn du willst. Bist du dir sicher? Ja, ich habe einfach überreagiert. Vielleicht sollte ich hierbleiben, nur um sicher zu gehen. Du musst jetzt gehen. Was hast du gerade gesagt? Das ist mein verficktes Haus. Ich gehe, wann ich will. Bro, 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 bro. Was willst du? Ich möchte, was mir gehört. Dieses Haus und dich. Bro, what the fuck? Das Hausfriedensbruch. Du musst jetzt sofort gehen. Ich glaube nicht. Wenn hier jemand das Haus verlässt, dann wird es einer von uns zweien sein. Bro, was? Was macht er? Bro, what the fuck, bro? Oh, hell no.
Nein. Ich muss gehen. Bitte. Die Tür ist zu. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich wurde getötet, Bro. Bro. Oh mein Gott. Das war Pierce the Fathom, der neue Teil. Und ich habe sogar die Presse gehalten und ich bin trotzdem gestorben. Also manchmal bringt es nichts, einfach leise zu sein. Nächstes Mal hätte ich ihn einfach angreifen müssen. Einfach einen Hammer nehmen.